Warte mal, gute YouTuber, die eigene Strecke am Stecken haben. Lol, ich dachte, das ist ein Video, ich dachte, das ist ein Video von Just Nero. Das ist ein Video von CEO. Lol, gute YouTuber, die eigene Strecke am Stecken haben. Ja, komm, wir gucken uns das, wir lassen uns jetzt mal überraschen. Ja, was CEO dazu zu sagen hat. Okay, wir gucken uns das jetzt einmal an. Euer Gronkhbar Zeus hier. Am Freitag habe ich ja ein How to Beat Trimax rausgeballert, in dem ich ihn als einen sehr sympathischen und guten YouTuber bewertet habe. Ah, Rinder legen keine Eier, ne? Rinder legen keine Eier. Max, was war denn da schon wieder los, ey? Und ja, die meisten waren ja meiner Meinung und haben einfach den Content genossen, ohne irgendwas zu hinterfragen. Doch andere wiederum, andere hey, Rico, danke schön, Kritik raus, wie zum Beispiel, dass Max für Level Up Werbung macht. Durch offen und ehrlich wissen wir eigentlich, dass dieses Gaming-Pulver nicht sehr gesund ist und vor allem vollkommen überteuert ist. Daher ja, das ist keine Aktion, für die man jetzt irgendwie hast du applaudieren was? Gute könnte. Nacht. Ich nehme diesen Preis nicht an. Natürlich habe ich das auch gewusst, bloß mir war es halt einfach nicht so ein Dorn im Auge, weil Energy Drinks sind eigentlich immer ganz schön überteuert. Eine Dose von diesem Pulver kostet 40 Euro und man kann damit 20 Liter Energy-Gedöns zermischen. Das heißt, man spart sich nur dann Geld, wenn man eine normale 0,5er Dose unter einem Euro kaufen kann. In den meisten Märkten kostet so eine Rockstar oder so eine Monster-Dose eher mehr als ein Euro gefühlt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Monster-Dose geholt für 1,50, also war das sogar teurer an sich. Und ich zahle manchmal der Tanke 2,90 für so eine Dose. Wie kann man nur so blöd sein? Und ja, was es ungesund angeht, ich sag's mal so, Koffein ist mein zweiter Vorname. Aber ja, ich habe mir an der Stelle mal gefragt, welche kritische Punkte gibt es eigentlich von YouTubern, die eigentlich eher in einem recht guten Licht stehen? Also habe ich euch genau das auf Twitter gefragt und mal schauen, was dazu kommen wird, weil ganz klar, ihr wisst ja, ich bin nicht ganz so kritisch. Also wenn eine Sache, sagen wir mal, ein bisschen uncool ist oder so, dann stelle ich nicht gleich den ganzen Kanal in Frage. Aber ich weiß ganz genau, ein paar von euch sind da nicht ganz so gnädig, deswegen bin ich sehr gespannt, was es da kommen wird. Also schnappt euch Popcorn, denn hier geht's gleich richtig ab. Und es gibt wieder YouTube-Beef. Wieso haben sich nicht alle lieb? So, wir machen noch kurz eine Runde WW. Ich hole mir kurz was Neues zu trinken. Bis gleich. Ich finde immer den Humor von CEO finde ich immer so, keine Ahnung, ja, so kindlich, der Humor. Der Typ ist ja korrekt, aber ich finde den Humor einfach zu kindlich. Gleich. Achso, Bruder, ach, der Scheiße, wa? So, doch bevor wir jetzt anfangen mit dem allerersten Vorwurf gegen einen YouTuber, habe ich hier mal jemanden, der meinen Aufruf nicht ganz verstanden hat, scheinbar. Ich finde ein wenig blöd, dass alle von der satanistischen Merkel-Regierung gesteuert werden und stalinistische Propaganda verbreiten. Bruder, hör mal auf, die Wahrheit hier zu schreiben. Was ist denn hier los? Ein paar andere wiederum haben gar keine YouTuber-Namen genannt und einfach nur das Problem allein. Das herumgekotze manchmal. Geht's jetzt auch so langsam mal um das eigentliche Thema? Was angeblich anders sein soll. Also ich habe ja mal Henno getroffen und zu mir war er jetzt vollkommen korrekt. Vielleicht darf man ihm auch nicht ans Bein pinkeln, weil es gibt auch Stories wie diese hier. Henno macht das übrigens immer richtig krass. Da hat man einen Typ bei. Also geht's jetzt hier gute YouTuber, die eigentlich Dreck am Stecken haben? Geht's jetzt hier irgendwann mal darum, dass ein guter YouTuber Dreck am Stecken hat? Oder bin ich einfach nur mega lost? Hier kommt so Ticks abspielen von Jan, wie zum Beispiel Pommes und sowas. Das allein finde ich schon so ein bisschen komisch, aber es gibt sogar noch die Funktion, dass man per Geld extra Sounds dazu kaufen kann. Und ja, Gewitter im Kopf sagt, das meiste Geld wird gespendet, aber man weiß jetzt nicht genau, wie viel und an wen. Und es gibt eine Petition von Tourette-Betroffenen, die verlangen, dass diese App vom Markt genommen werden muss. Die Betroffenen sagen, dass der Kanal selbst als Grenzfall noch irgendwo okay geht, aber die App einfach viel zu weit. Ich selber habe kein Tourette, deswegen versuche ich da meine Meinung ein bisschen zurückzuhalten. Aber wenn die Betroffenen selbst sagen, dass sie es beleidigend empfinden, dann ist es halt schon ein schwieriger Fall halt einfach. Schreibt mir aber super gerne mal eure Meinung. Also ich persönlich sehe es so, dass Gewitter im Kopf jetzt kein schlimmer Kanal ist. Auch, dass die Aufklärung da, sagen wir mal, stark in den Hintergrund geraten ist, ist irgendwo logisch, weil man hat alle Fragen zu Tourette beantwortet. Jetzt kann man halt eben mehr Unterhaltung eher machen. Das ist ja auch okay. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten Leute, die Tourette haben, mit dem Kanal selbst nicht so ein Problem haben. Nur die App ist halt schwierig. Obwohl ich glaube, dass man mit der App jetzt nicht versucht hat, irgendwie das große Geld zu verdienen, sondern einfach die App an sich zu finanzieren und den Rest halt zu spenden. Aber gar keine Ahnung jetzt. Ich empfinde die Titel von GLP oft als Clickbait. Ich habe mir die letzten Videos mal angeschaut und ich empfinde das nicht so. Klar, manche Thumbnails machen schon sehr, sehr neugierig, aber das kommt ja dann auch im Video so vor. YouTube ist halt einfach ein hartes Pflaster. Man möchte als Creator nicht, dass die Videos von außen... Vor allen Dingen, wo war denn das jetzt Clickbait? Warte mal ganz kurz. Also hier steht jetzt als Clickbait... Ed Paluten, Ed Zombie, Ed Maudado. Vier YouTuber spielen Fall Guys und einer wird zerstört. So viele Fall Guys Hacker haben wir noch nie gesehen. Der Fall Guys Ritual aus der Hölle. Ne, das Fall Guys Ritual aus der Hölle. Weil ich der gelesen habe, dachte ich, das heißt Ritual. Bei dieser Sache brauchen wir dringend eure Hilfe. Das neue Fall Guys Update. Als ob das jetzt krasser Clickbait ist. Also,
Also jetzt, wir wollen mal nicht so kleinisch sein, dass das hier ein übelster Clickbait ist. Also selbst wenn da jetzt noch nicht mehr das vorkommt, was im Titel steht, ist der Titel an sich eigentlich nicht wirklich Clickbait. Der ist ja so harmlos formuliert, dass man jetzt nirgendwo eine krasse Schlagzeile sieht. Und ich empfinde das nicht so. Klar, manche Thumbnails machen schon sehr, sehr neugierig, aber das kommt ja dann auch im Video so vor. YouTube ist halt einfach ein hartes Pflaster. Man möchte als Creator nicht, dass die Videos von außen betrachtet total langweilig aussehen. Ich glaube, wenn man das auf Dauer macht, dann ist man super schnell aussortiert. Es sei denn natürlich, man hat eine super treue Community, die einfach alles anklickt, was man so hochlädt. Justin, finde ich, ist mir ein bisschen zu materiell, aber jedem das Seine. Ein bisschen? Ey, Leute, was das für ein anderes Feeling ist. Ich denke, also, wir sind uns einig, zu mir passt die Uhr hier besser. Sag ich euch ganz ehrlich, ich bin offen bis 4000 Euro. Ich bin offen bis 4000. Also klärt mich auf, wie ich da falsch gedacht habe, weil ich kenne den Kanal nicht so gut. Ich dachte immer, dass es bei Justin nur darum geht eigentlich. Wow! So, und ein Thema wurde natürlich besonders oft genannt unter dem Tweet und das sind Reaktionen und natürlich ist... Schade, also was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist, dass CEO wie Da Vinci... zwar ein bisschen seine Meinung vertreten will, aber dann sagt, ja, aber der Kanal ist ja wahrscheinlich, oder der besteht bestimmt auch so daraus, deswegen ist das alles gar kein Problem. Oder auch das mit der App bei Gewitter im Kopf. So, auch das mit der App von Gewitter im Kopf. Er sagt schon das, was ich auch denke, so, das ist, ich finde das schwierig, wenn sich Leute dadurch beleidigt fühlen. Und dann sagt er, ja, aber die haben wahrscheinlich das meiste Geld dann trotzdem gespendet. So, und relativiert das dann wieder. Ne, damit er dann irgendwie keine Kritik abbekommt oder ich weiß nicht warum. Ja, also CEO ist in meinen Augen ähnlich oder hat so ähnliche Züge wie Da Vinci und möchte halt nie gefrontet werden, wirklich nie. CEO ist so oder so ein mega sympathischer Typ, warum sollte man den fronten? So, der hält sich immer komplett raus und versucht halt nirgendwo anzuecken, das finde ich immer sehr, sehr schade. Finde ich wirklich schade. Ist ganz klar, bei dem Thema fällt ein Name besonders auf, nämlich der von Simon. Unge steht in einem guten Licht, macht aber im großen Stil Content-Klau. Naja. Oder hier nochmal ausführlicher. Ich habe das Problem, dass ich mir manchmal ein Video in die Playlist später ansehen packe, aber dann kommt die Unge-Reaktion auf dieses Video und dann gucke ich die eher, weil ich sage, ja okay, dann gucke ich halt das Video quasi mit Reaktion gleich, aber halt dann nicht mehr das Original. Und das finde ich halt kacke, weil ich dann Unge die Klicks gebe, anstatt im Originalvideo und das manchmal auch weniger Klicks bekommt als die Reaktion. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich Unge schuld, weil die Reacts ja öfter auch einen Tag später kommen. So. Kurz Toilette gewesen, kann weitergehen. Also man könnte ja neben der Reaktion... Ja, aber guck mal, das ist jetzt auch lost. Das ist jetzt nicht wirklich Unges Schuld, weil die Reacts ja auch öfter mal einen Tag später kommen. Aber natürlich zieht Unge mehr Klicks und der Content Creator bekommt eventuell weniger Klicks, je nachdem wie groß der Creator ist. Weil er ist ja gerade das Beispiel, dass er zum Beispiel in der Playlist hat, das und das Ding... Und er schaut sich nicht das Originalvideo an, sondern nur die Reaction an. Dementsprechend fehlen dann auch wieder ein paar Klicks auf dem Originalvideo. Also fehlt es ja dann schon irgendwo an richtigen Klicks. Und Unge klaut Leuten den Content und Unge zieht die ganze Reichweite auf sich. Später kommen. So, kurz Toilette gewesen, kann weitergehen. Also man könnte ja neben der Reaktion das Originalvideo laufen lassen, aber ich glaube, das machen halt einfach viele nicht. Also ich mache ja auch YouTube-Videos, hat bestimmt keiner hier gewusst. Und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn auf meine Videos reagiert wird, weil meistens ist es ja nur ein Video von 10, 20, 30, 100, keine Ahnung. Das heißt, ja... Man könnte die Reaction immer eine Woche später hochladen. Ja, aber dann ist ja meistens das Thema ja schon vorbei. So, das Thema, was jetzt vielleicht im Hype ist oder so, wenn ihr jetzt auf ein Thema reagiert... wo sich zwei Leute beefen und du lädst es dann erst eine Woche später hoch, dann interessiert sich ja kaum noch jemand dafür. Ich kann es schon verstehen, dass die zeitnah kommen. Man will ja auch als Reaction-YouTuber krass viel Geld verdienen, so wie Unge. Und Unge verdient dadurch krass viel Geld. Der hat einfach letztes Jahr im November 200.000 Euro durch Reactions verdient. Das müsst ihr euch mal vorstellen. 200.000 Euro. Ich würde gucken, zwar das Video nicht noch einmal bei mir, aber vielleicht halt ein anderes Video oder die nächsten, die ich hochlade. Also für mich ist es super cool. Klar, vielleicht sind jetzt andere Creator auch anders, kann ja sein. Ein richtig cooles Feature von YouTube wäre, dass man beim Hochladen von dem Video mal ankreuzen könnte. Es darf drauf reagiert werden oder halt eben nicht. Und wenn ja, dann vielleicht sogar nur, wenn man ein Zehntel der Werbeeinnahmen bekommt oder 20%, 30, 50, gar keine Ahnung, alle Einnahmen, was weiß ich. Das könnte sogar sehr hilfreich sein, wenn es dann um Artikel 13 bzw. 17 geht. Ihr wisst schon, diese ganze Axel-Voss-Geschichte mit Urheberrecht und so weiter. Dass man eben da das Recht abgibt und sagt, ja, es darf darauf reagiert werden, weil ich glaube, nächstes Jahr ist es ja irgendwie soweit, dann gibt es da ein Gesetz und eventuell kann dann gar nicht mehr viel Erfolg reagiert werden.
Aber es gibt sogar noch eine Sache zu Simon, wo ich sogar zustimmen muss diesmal. Ich verfolge seine Streams zwar nicht, aber auf Unges Kanal kommen gerade halt nur noch Reaktionen auf Memes und generell finde ich, hat sich der Content ein bisschen abgeflacht. Ich sehe das so, jeder soll auf das reagieren, was er möchte natürlich. Also Simon, an der Stelle auch, bitte reagier auf das, was du möchtest auf alle Fälle. Am Ende ist ja sowieso scheißegal, was man sich anguckt, irgendwem gefällt's nicht und wünscht sich was anderes, ganz klar. Für mich ist es halt so, bei Memes kann man nicht so viel dazu beitragen, außer... Das ist lustig, das nicht, wow, das war stark, okay, das war mega low und so weiter. Also kann man bei einer Reaktion auf solche Memes halt nicht so viel beitragen, nach meiner Meinung. Und gerade bei Reaktionen finde ich es sehr schön, wenn man halt eben, ja, was von sich erzählen kann, wenn man halt sozusagen den Menschen, der reagiert, einfach einen Ticken besser kennenlernt durch die Reaktionen auf Inhalte. Und es gäbe natürlich auch noch super viele andere YouTuber, die man gucken könnte, die Reaktionen machen. Ist ja mittlerweile sehr, sehr populär geworden. Aber ich habe es immer sehr genossen, diese Reaktionen zu gucken von Simon. Deswegen vermisse ich das halt an der Stelle. Aber wie seht ihr das? Mal reinschreiben, würde mich interessieren. Okay. Also ich verstehe das schon, weil diese ganzen Memes, das juckt mich zum Beispiel nicht. Also ich habe ja auch Unge abonniert. Und ich muss halt sagen, Unge ist ein stabiler Typ. Kann ich mir gut geben, aber... Ja, diese Memes-Reactions, die fühle ich halt nicht so krass. Ist einfach nicht meins. Ja, und wie Tütman Maske schon geschrieben hat, Unge kann gerne auf mich reacten, die Abos gönne ich mir. Ja, er kann auch gerne auf mich reacten. Irgendjemand hat dir das letzte Mal vorgeschlagen, mein Video anzuschauen. Dann hat Unge das in die Playlist von sich gepackt oder auf die Liste gepackt und hat sich's aber dann nicht angeguckt. Armes Deutschland, Leute, armes Deutschland. da ging's um die Strikes. Ja. Ganz, ganz schwierig. Was hältst du von Phasmophobia? Bruder, habe ich keine Ahnung. Habe ich noch nie gespielt. Oder noch nie angeguckt. Ja, soll krass sein, aber ich bin halt nicht so der typische Gaming-Freund. Ich habe auch nicht so die Zeit dafür. Die Umfrage will, dass noch Among Us spielst. Das Ding ist halt, ihr stellt einfach Umfragen... Ja, stellt einfach Umfragen, ohne mich zu fragen. Ja, das finde ich sehr schade. Ich fühle mich hintergangen. Und ansonsten hatten wir dann noch Just Neros Abneigung gegenüber jedem Minecraft-YouTuber. Okay, Just Nero, was ist denn da los? KuchenTV, von dem jede Kritik komplett abprallt. Dagegen ist er der Erste, der andere kritisiert. Ich glaube halt, Tim ist ein sehr meinungsstarker Mensch. Wenn man da seine Meinung ändern möchte, braucht man schon verdammt gute Argumente. Aber er kritisiert sich auch selbst. Also gerade bei solchen Videos, wo er schon über längeren Zeitraum so zurückreflektiert, da merkt man schon ein paar Dinge. Stellt er auch heute sehr stark in Frage. Bei Alexi Bexi, wenn er was unboxt, erstmal gefühlt 10 Minuten Kaffee trinken. Okay, das kann ich nicht abstreiten. Das ist wirklich echt krass. Bitte hört auf, Tee zu trinken in euren Videos. MyLab, Grüße gehen raus. Hat euch dieser Meinungsvlog gefallen, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da, Glocke drücken und der ganze Scheiß halt, ne? An der Stelle wünsche ich euch wieder super viel Spaß hier auf YouTube und vergesst niemals, rote Seeigel sind einer wenigen Tiere auf der Welt, die über 200 Jahre werden können. Krass, und was machen sie mit ihrer Zeit? Einfach nur faul rumliegen, also so wie du eigentlich, gell? Dein CEO, juhu! Okidoki! Ja, thank you for the Patreon. Läuft bei denen? Ey, warte mal, wie viele Patreons hat er? Patreon. Wer hat den Patreon? Der hat... Ja, dann mach du mal 650 Euro durch Patreon. Alter, das ist übel. Gerade stellt einfach so.